Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde da draußen. B2B von den Shisha-Warentestern wieder für euch am Start. Und wie schon versprochen, gibt es das nächste Review über den neuen Kaya Shisha Tobacco. Und ich habe dieses Mal für euch die Sorte Joy and Pain. Das Ganze sieht so aus. Also genießen und Schmerz. Warum denn der Name? Das ist die Sorte, die extra spezielle Geschmäcker drinnen hat. Ja, das ist wirklich eine außergewöhnliche Sorte. Und zwar haben wir da drinnen Cranberry, Zitrone, Likör, Granatapfel und Wodka. Also Joy und dann der Pain, wenn man danach sackvoll vielleicht irgendwo die Bude voll kotzt. Gut, dass wir es nur rauchen und nicht trinken, denn die Mischung, weiß ich nicht, ob die schmeckt. Aber auf jeden Fall schauen wir mal, wie das Ganze denn so zu rauchen ist. Da Alkohol, Wodka und Likör und so weiter meistens nicht so wirklich gut rauszuschmecken ist, denke ich mal, wird es hier auch weniger der Fall sein. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren und schauen wir einfach mal. Das Ganze kommt wieder in dieser Dose, wie ich schon gezeigt habe. Da ist noch so ein Verschluss mit dabei und das Ganze so ein Aromasiegel, den man noch drauf geben kann, dass der Tabak länger frisch bleibt, wenn er geöffnet ist. Aber ich gebe es ja immerhin so einen Zipper rein. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie er so ist. Ich zeige euch gleich nochmal, wie ich ihn umgepackt habe. Von der Feuchtigkeit, vom Schnitt ist er vollkommen in Ordnung, finde ich. Feuchtigkeit passt. Ist nicht zu feucht, nicht zu trocken, finde ich. Und der Schnitt ist mittel. Ja, keine Farbstoffe drin. So muss es sein. Geruchlich. Ja, was sehr Außergewöhnliches. Also, ich kann nichts Direktes rausriechen. Auf jeden Fall ein bisschen fruchtig. Auf jeden Fall. Also, man riecht schon ein bisschen eine Frucht raus. Das könnte diese Cranberry sein. Also, ja, der Granatapfel ist ja eher was Säuerlicheres, was man auch noch ein bisschen mit raus riecht, ja. Aber jetzt Likör oder Wodka, no way. Zitrone, ja, auch nicht wirklich. Also ich rieche eher ein bisschen Beeriges raus, was eben dieses Süße ist, Fruchtige. Aber dann eben auch noch ein bisschen was Säuerlicheres kommt noch mit zum Vorschein. Und das könnte dann dieser Granatapfel mit Zitrone sein. Riecht auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Also es ist jetzt vom Geruch her auf jeden Fall schon was ich noch nicht bis jetzt so hatte. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze so während dem Rauchen rüberkommt. Ja, also geschmacklich ist es ein bisschen anders wie im Geruch. Ja. Da schmeckt man eher so ein bisschen was Säuerliches mit raus, was in die Richtung Granatapfel und Zitrone geht. Diese Cranberry würde ich jetzt nicht wirklich rausschmecken. Wodka oder Likör tue ich mir auch schwer, war aber vorauszusehen. Also es war mir eigentlich klar, dass man da nicht wirklich irgendwie so Alkohol oder sowas rausschmeckt. Also es geht eher geschmacklich in das Säuerliche mit rein, was man auch am Geruch festgestellt hat. Eine spezielle Frucht rausschmecken tue ich jetzt nicht. Ist auch schwer bei so vielen verschiedenen Aromen, die da drin sind, da jetzt explizit was rauszuschmecken, was da drin sein soll, ist schwer. Also ich schmecke, wenn ich mich sehr anstrenge und weiß, was drin ist, muss ich sagen, schmecke ich da eher so diesen Granatapfel und diese Zitrone mit raus. Geht aber locker flockig, also gar kein Problem. Ich rauche das Ganze übrigens in der Pinimod SMS mit Timeless Glas, Helix Rauchsäule und der Egeglas großem Flaschenbowl. Ja, als Kopf habe ich ganz normalen Tonkopf verwendet, dreiviertel voll gemacht, dann drei Black Kokoskohlen drauf und ganz normaler Kaminaufsatz.
Was ich festgestellt habe, ich habe das erste Mal den Kaya Tabak ja im Safir's Quiz No. 9 geraucht. Dort mit dem Lotus gemeinsam und muss sagen, dort läuft das Ganze ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Auch jetzt hier habe ich die Kohlen ziemlich weit an den Rand gemacht, weil er in dem Setup ein bisschen hitzeempfindlicher ist. Ich habe die Kohlen ganz an den Rand geschoben, vorhin mal ein bisschen in der Mitte gelassen. Da habe ich gemerkt, okay, ist zu viel Hitze, ein bisschen weiter an den Rand und jetzt läuft das Ganze wirklich super. Also bei dem Setup müsst ihr ein bisschen weniger Hitze geben und dann läuft der Tabak auch rund. Also der Tabak selber schmeckt mir gut, muss ich sagen, aber ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen, weil ich jetzt auf diese Gesamtmischung nicht so stehe. Aber wer jetzt so was anderes rauchen möchte, wo es in ein bisschen säuerliche Note geht, ist das auf jeden Fall schon mal interessant. Und ja, also der Tabak macht auf jeden Fall Laune, muss ich sagen, aber wie gesagt, kaufen würde ich mir nicht nochmal, wenn es nicht meine Geschmacksrichtung ist. Kosten tut das Ganze ein bisschen mehr, 17,90 € haben wir da bei 200 Gramm, finde ich, geht gerade noch so. Der Tabak selber wird in Polen produziert und hat französischen Virginia-Tabak und die Aromen kommen aus Amerika. Ja, ansonsten, es gibt noch viele weitere Sorten, über 20 sind es aktuell und ich habe noch eine weitere Sorte da, die ich dann auch noch vorstellen werde für euch. Und würde ich sagen, schauen wir uns bei dem Tabak auf jeden Fall noch die Pro- und Neutralliste an. Da hätten wir bei Pro den Geschmack, den Schnitt, die Feuchtigkeit, die Rauchentwicklung, ist natürlich setup-abhängig, ganz klar. Intensität ist auch voll da, also er schmeckt wirklich sehr intensiv. Und die Rauchdauer von circa einer Stunde geht auch vollkommen in Ordnung. Neutral habe ich den Preis, 17,90 € für 200 Gramm, ja. Und das wäre es soweit mit der Pro-Neutralliste und auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit euren Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht direkt unter mir. Und zum letzten Review geht es wie immer auf der rechten Seite. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Big2B von den Shisha-Warentestern. Servus!